Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren, schnellen Part von Sonic Mania. Ganz genau. Im letzten Part haben wir Chemical Plant Zone angefangen gehabt und die Green Hill Zone abgeschlossen. Und nun sind wir in der Chemical Plant Zone Akt 2. Hier wird mit Spritzen gespielt, die das Megamag initiieren. Und das Grüne lässt uns natürlich unglaublich hoch springen, während das Hellblaue nur ein bisschen springen lässt. Wow! Welch eine Show-Einlage. Ups! Da wollte ich rein. In diese komische Ketchup-Senfblase nenne ich sie gerne. Und das blaue Megamag, also das dunkelblaue, das schadet uns sogar. Oha. Nein, da wollte ich eigentlich nicht rein. Aber egal. Nach oben. Wieder nach oben. Yeah, bam. Yeah, schnell. Hui. Let's go. Ah, ist schön. Ah. Mir wäre es lieber, wenn es die ganze Zeit so schnell ist. Bin ich ganz ehrlich. Diese langsamen Passagen dazwischen brauche ich nicht. Da bin ich wie Hübi. Was das angeht. Wow! Okay. Alles klar. Nenn es einen Wandsprung. Komplex dieses Level ist. Cool. Aber ein sehr schöner Akt. Wirklich. Hat was. Auch vom Gameplay her macht er richtig viel Spaß. Probieren wir noch einmal Blues Fears. Hat ja im letzten Part ziemlich gut geklappt. Habe ich zwei Stück gleich geschafft. Halt. Da war ich schon. Ich habe mich gerade gefragt, ob das schlau war. Das war schlau. Ah, nein! Manu, es hat so gut funktioniert. Na, dann gehen wir wieder in den Ketchup. Okay, da ist zu. Holly, hallo! Yeah, yeah! Und natürlich, Leute, wir werden aus Sonic Frontiers noch Let's Playen mit euch zusammen. Aber das möchte ich mir aufheben, bis die DLCs durch sind. Also bis die DLCs alle draußen sind. Also das letzte Story-DLC auch da ist. Dann können wir nämlich alles gleich zusammen machen, wisst ihr? Dann ist das besser. Da werde ich auf jeden Fall 100% machen. So was von, Leute. Ah, ich muss da rein. Alles klar. Einmal Looping. Hurra! War noch ein anderer Weg gewesen. Nein, mein Blues Fears. Mein Blues Fears! Schade. Was ist denn jetzt los? Energie? Oh mein Gott, wir spielen Puyo Puyo. Oder sollte ich besser sagen? The Robotnik's Mean Bean Machine. Genau. Das war ja auch das. In Mario Party kam das übrigens auch mal vor.
Ja, das stimmt. Auch Party 4 war es, glaube. Hatte ich das mal gesehen bei Crystarium. Und ihr seht schon, wir müssen die Dinge zusammenbringen, also gleichfarbige. Wenn wir davon 4 Stück zusammenbringen, von den gleichfarbigen, dann haben wir da einen Score. Oder wie man das nennt. Also die passen dann, die lösen sich dann auf. Und das geht dann rüber zum Gegner. Wir müssen Eggman so viele wie möglich darüber bringen. Das heißt, wir gucken schön, wie wir es stapeln. Das kann man natürlich schlauer machen. Und das ist natürlich ein bisschen zufällig, was wir hier kriegen. Hier grüne. Ja, in den grünen. Nein! Geh nicht dahin. Ah. Man kann natürlich auch Kombos erschaffen, aber naja. Das reicht auch schon so aus für Eggy. Da fällt er durch. Im wahrsten Sinne des Wortes, er ist durchgefallen. Und wir haben wieder Flickis gerettet. Sogar ein Leben haben wir dazu erlangt. Sehr schön. Und weiter geht's. In die Studio Polis Zone. Einer ganz neuen Zone. Oh yeah. Rise Camera Action. Ja, die ist ganz neu. Die wurde extra für Mania gemacht. Oder? Also sie ist neu. Halten wir fest, sie ist neu. Ich hoffe, dass wir für Sonic Superstars größtenteils nur neue Stages sehen werden, also neue Zonen. Weil die alten Zonen haben wir doch genüge jetzt gesehen, Leute. Vor allen Dingen durch Sonic Origins nochmal. Das wir auch noch Let's Playen werden. Die alten Zonen sind zwar schön, ja. Jellicle Plant und Green Hill Zone, aber die kamen so oft schon vor, auch in den 3D Sonics. Wir brauchen sie nicht noch mehr. Bitte gebt uns neue Zonen. Ach du Heiliges. Wir kommen natürlich immer zufällige Plus 4 Level, wie ihr seht. Und das hier scheint das letzte zu sein. Das war ja krank. Das war ja absolut krank. Action. Oh yeah. Mhm. Ah, ein Eggman-Fernseher. Den darf man nicht nehmen. Der macht nämlich Schaden. Uah, ich falle. Sonic, Hilfe. Jetzt mach den mal nicht in die Hose. Ah, Sonic. Hilfe! Ah. Was ist das denn? Mickey Mouse? Als Eggman? Eine Popcorn-Maschine, Sega Sonic. Ach, wie schön. Diese ganzen Referenzen. Sega Sonic the Hedgehog war, glaube ich, ein Sega Arcade-Hallen-Automat-Spiel. Und daran ist das halt so ein bisschen angelehnt jetzt gewesen. Ich glaube, so eine Popcorn-Maschine gab es sogar. Ach, nee. Oh yeah! Oh, ich will nicht auf den Eggman-Fernseher. Und von diesen Dingern bouncen wir ab. Aha. Ich habe vermutet, dass hier vielleicht ein Mega-Ring ist. Denn wir brauchen immer noch welche. Was ist das? Ach, das ist ein Gegner. Alles klar. Paparazzis sind Gegner. Die Paparazzi-Fliege. Was seid ihr? Keine Ahnung, was ihr seid. Ihr seid mir im Gesicht gespawnt.
Und... Hui! Das ist eine schöne Idee. Das ist auch alles neu. Diese Mechaniken. Was ist das? Hui! Schön, dass nicht nur alte Zonen, sondern wirklich auch komplett neue waren. Oh, ich falle! Hilf mir doch, Spieler! Okay. Keine Sorge, Sonic. Du warst immer bei mir, ich bin auch immer bei dir. I'm here. Yeah! Was ist passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sah cool aus. Und nochmal Looping. Und nochmal hoch hier. Und nochmal hoch hier. Und dagegen bumpern. Wie fies. Was bringt das? Jo. Da. Dankeschön. Oh oh. Jetzt gibt's Ärger. Sonic, du hast zu viele Gläser kaputt gemacht. Zu viele Glasscheiben. Ah, take this. Oh nein! Peinlich. Wir müssen unsere Kugel rollen, wenn das blaue Ding ankommt. Das können wir zurückschleudern. Oh, Ringe. Dankeschön. Das müssen wir jetzt wiederholen. Ein Rennkampf. Liebe Rennkämpfe. Liebe sie. Dankeschön. Das Ausweichen klappt nur noch nicht so. Wenn ich sehe, wie Sonic läuft, dann erinnert mich das immer so ein bisschen an Sportunterricht. Warum? Naja, ich damals als Kind in der Grundschule, auch in der Sekundarschule noch, bin dann immer so gelaufen wie Sonic. So hab die Arme so nach hinten gemacht, wenn ich schnell war. Yeah! Ihr könnt auch drauf springen. Das war's. Yeah. Und da laufen sie einfach weiter. Und got through Act 1. Oh yeah. Was zum? Act TV. Eggman hat einen eigenen Fernsehsender. Das IRTV. IRTV. Jetzt holen Sie sich das neue IRTV. Nur mit echten Eiern. Bitte was? Okay. Was bist du für ein Gegner? Okay, der kann sich Schutzschilder bauen. Danke, Tails, dass du ihn erledigt hast. Du bist ja zu was gebrauchen. Tails ist immer zu was gebrauchen. Bitte. Was passiert hier? Das hat nicht so funktioniert. Komm ich denn da hoch? Aha, spring. Hui, hui. Alles klar. Sehr schön. What the? Also Sonic Origins werden wir dann natürlich auch noch spielen, um dann die alten Klassiker nochmal spielen können. Und das wird für mich das erste Mal sein, dass ich die Klassiker spiele. Ja, ich kenne die nicht. Wie gesagt, Sonic Riders Zero Gravity und Sonic Unleashed für die PlayStation 2 waren meine ersten Sonic-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Klassiker habe ich niemals gespielt. 3D Sonics. Und wo bin ich hier?
gerade gar nicht wo lang. Hater würden jetzt sagen, das ist Sonic, man weiß nicht wo lang. Das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Lock on. Ach so, ich kann da durch. Alles klar. Das wusste ich. Wollte ich nur verwirren. Und wir werden mit Strom durchgeschickt. Ah ja. Alles klar. Alles klar, Gegner, die mir ins Gesicht ploppen. Geil. Das ist ja wie bei Dims. Hey, alles gut. Yeah! Oh yeah! Bam 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 bam. Oh yeah! Was zum Teufel, das hat nicht funktioniert. Weiterhin drauflaufen. Komm schon. Genau. Immer laufen gedrückt halten. Immer laufen. Yeah, yeah. Cool. Echt eine schöne Zone. Wirklich coole Ideen. Nice. Lässt sich auch schön spielen. Schön schnell. Wie es sein soll. Yeah. Ist. Den wollte ich unbedingt nur mitnehmen. Wollen wir hier zurückrollern? Ah, ich verstehe, was sie wollen. In die Richtung halten und weiter in die Richtung halten, wenn wir vor Kopf sind. Auch wenn es die andere Richtung dann ist. Trotzdem in die Richtung halten. Die vorher war. Nicht ändern. Sonst fallt ihr. Wie soll ich denn da hinkommen? Blues Fears sind für mich vier. Diese Wortwitze. Okay. Oh, ich hab ein Leben. Wegen 100 Ringe. Geil. Wo sind die Mega-Ringe? Sega. Ein Sega-Fernseher. Den möchte ich haben. Was? 708 Grad werden heute? Ah. Wenn wir ihn treffen. Oh, Wind. Okay, da müssen wir uns da festhalten. Alles klar. Urlaubus. Und nochmal Wind. Halt. Da oben sind Stacheln. Da wollen wir nicht hin. Grad. Naja, es war schon mal wärmer. Müssen wir halt da bleiben, wo Eggman ist. Also unter Eggman bleiben. Ist hier die Devise. Wow, 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 wow. Gitterwolken. Nochmal Gewitterwolken. Eggy, hör auf damit. Eggy kann das Wetter kontrollieren. Jetzt ist der Fernseher weg. Egg TV. No Signal. Oh yeah. Breaking News. Flying Battery returns. Returns! Und schon sind wir in der Flying Battery Zone. Die fliegende Batterie. Aber hier machen wir im nächsten Part weiter. Also schaltet wieder ein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.